Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Pine. Ich war jetzt gerade ganz erschrocken, weil ich wollte eigentlich gerade die heutige Folge Pine vorbereiten, also rendern und hochladen. Und habe gemerkt, scheiße, ich habe ja gar keine Folge mehr. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass ich so lange keine Folgen mehr aufgenommen habe, aber naja, gut, okay. Wie ihr seht, ich habe jetzt letztes einfach mal offscreen mir einige Amphiskuskugeln, ich glaube, es waren 25 Stück oder sowas, gesammelt. Haben jetzt dafür den, wie ihr seht, sehr, sehr großen Beutel, wo wir sehr, sehr viel reinkriegen, Gott sei Dank. Ausrüstungsmäßig hat sich ein wenig verändert. Es ist halt ein paar Rezepte mir einfach gekauft von einigen Völkern. Vorwiegend von diesem Fuchsvolk. Und dafür halt einfach die Ressourcen geholt. Aber wie gesagt, das ist nur Rüstung. Und wie ihr seht, die Effekte sind halt, dass ich halt mehr Gesundheit habe. Genau, so. So, wir können versuchen, ein Muskelbräu herzustellen. Jetzt muss ich mal gucken. Bräuchte ich noch einen Schnapper-Oberschenkel und Karibinessenz. Ist denn jetzt los hier, ey? Was sagen das Wetter in letzter Zeit? Ist es schon wieder der helle Wahnsinn? Ist so kein Sommer, sondern wie man schon hört, ne? Ist so richtiges Bärwetter. Also man hat aktuell mal wieder null Motivation oder einfach überhaupt den Drang, was zu machen bei diesem Wetter, weil es ist ja wirklich ist so richtiges Schlafwetter. Entweder Schlaf- oder Zockerwetter. Es ist übel. So, warte nicht, ich muss erstmal wieder eine Steuerung hier klarkommen. Oh. Da ist ein Schnapper, das ist sehr gut. Ehe er uns erreicht, haben wir den doch da. Der Angriff ist neu. Karibinessenz gelassen, oder? Oh, ich will ja. Wow. Bin gleich wieder da. Gibt's aber nicht. Wie jetzt hier die Nase läuft. Auch ein Haufen Schnatter raus. Ach ja, und wie ihr seht, ich bin ja immer jetzt mit diesen, ja, also Elche-mäßig sind die ja verbündet und mit den Füchsen und mit den anderen, also ihr seht hier, mit den Krokos bin ich schon ziemlich, also ein bisschen feindselig wieder. Und dieses andere, diese Spuckerviecher, da bin ich ja komplett. Die hassen mich bis aufs Arsch. Ich habe schon Muskelbräu hergestellt letztens. Das ist natürlich gut, da können wir direkt zu in von diesen Kufdörfern gehen. Und den einen Häuptling geben.
natürlich praktisch. Das sind auch einfach riesen Viecher, ey. Ja, aber die größten Viecher sind wirklich immer noch diese Krokos. Also die sind ja, die sind wirklich bestialischst, ey. Aber was man immer sagen muss, die Musik ist schön. Bye bye. Hab ich getroffen. Alter, ich bin ein Sniper. Was? Hör mal. Hallo, ich greife dich an. Und hier ist das Bums. Genau, Karibinessenz. Oh, hier gibt es leider was zu futtern für mich. Bisschen Brotweizen. Hier hätte ich doch was Feines. Ein bisschen schönes Brotweizen, du. Alter. Da frage ich mich ja, wie die den Sound gemacht haben von den Viechern. Okay. Hier was gesammelt. Das ist ja hier ein Spiel, eigentlich wirklich das A und O Sachen zu sammeln. New Area Discover. Prachttal. Okay. Ich muss gerade hören, was hier draußen auch gerade so komisches Geräusch, ich weiß nicht, ob das so ein Feuerwehralarm ist, der ziemlich lange anhält. Oder, Lärmfiskuskugel, geil. Hätte ich ja fast übersehen, ey. Ich sah auch gerade gar nicht mehr, was der nächste Gegenstand gewesen wäre, den wir vom Kroff kriegen. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass meine letzte Folge peinlich aufgenommen habe am 23.05. war. Dass ich jetzt 2 Monate lang kein Pein aufgenommen habe. Nicht, dass ich da außersehen irgendwie mal was gelöscht habe in der Folge. Ich weiß es aber auch nicht mehr. Falls es so sein sollte, tut es mir natürlich leid. Wie gesagt, ich bin auch der Meinung, ich kann mich halt auch kaum noch erinnern. Das letzte, was ich wie gesagt gemacht habe, war diese Amphiskuskugeln sammeln. Da habe ich schon natürlich eine Map aus dem Internet genommen. Wo die aufgezeichnet sind. Schlüssel, Grafit. So, wieder hoch auf den Weg. Ah, da ist eine Fuchsi. Ach ja, da komme ich zu dem Fuchsdorf. Ich will ja aber zu einem Kruftdorf. Wieso heißen die eigentlich Kruft? Und Kruft ist da eigentlich was anderes. Die Spinnen, die Kruftis. Sind das doch die Füchse? Die Krufts. Und da hier. Sieh mal einer an. Nee, sieh mal einer an. Läuft jetzt doch tatsächlich ein echter Mensch über den Weg. Eins ist klar, dass du nicht mit leeren Händen gekommen bist, war schlau von dir. Diese Muskelbräu werde ich runterstürzen wie ein Elefant am Tag vor einer Flut. Ich heiße Hu. Du bist aber nicht alleine, oder? Du solltest dir wohl bewusst sein, dass keiner von uns in dieses unruhige Zeichen noch mehr Leute aufnehmen will. Und vor allem keine Menschen. Oh. Okay, machen wir jetzt mal nicht hier so Rassenshaming. Ja, hat man mir gesagt. Ich bin aber nur gekommen, weil ich gern Zugang zu eurer Gruft hätte. In den Gruften kann ich bestimmt etwas über die Geschichte der Menschen auf dieser Insel lernen.
Vielleicht könnten wir sogar dort leben. Dort leben? In unserer Gruft tritt nicht ein solch Unsinn. Niemand wird die Gruft betreten. Außerdem haben wir es schon schwer genug, unseren Stand zu versorgen. Sofern du also nicht irgendeinen Zaubertrick zur Vereinfachung der Dorfverwaltung und Verbesserung unserer Verteidigung kennst, werde ich weder dich noch sonst wen in unsere Gruft gehen lassen. Hm. Vor der Gruft gibt es ein Tor und sie wollen mich nicht durchlassen. Vielleicht weiß er Oth, was man da machen kann. Ich sollte ihn irgendwo im Zentrum der Insel finden können. Vor der liegen gleich mehrere Abenteuer im Ziel rein, kannst du Quest verfolgen. Okay. Schaffte Zugang zu einer der Gruft. Hat er. Oh. Weißt du, das Muskelgebräu hat er angenommen, aber mich hier reinzulassen? Nö. Oder wenn er sich ihr Haus im Zentrum von Albemarle befinden. Okay. X. Schafft ihr Zugang zu einer Gruft? Ja. Halt. Brauchst du Werkstatt? Okay, das ist. So, na gut, dann gehen wir mal wieder zu unserem Kumpel Oth. Ich kann ja noch mal was spenden. Was habe ich denn so im Überfluss? So eine Feder. Ach, hier ist so ein Ei. Ja. Okay, jetzt sind die Elchmenschen nochmal neutral. Also ich glaube, man kriegt das schon hin, dass alle vier Völker zumindest neutral zu ihm sind. Aber das ist, glaube ich, viel Arbeit. Und das will ich eigentlich gar nicht. Mir reichen eigentlich 2 Verbündete. Das ist, glaube ich, schon schwierig genug, das in Einklang zu kriegen. Ah, das sind Krokos. Exhausted. So, jetzt komm, energized. Wie, der lässt kein Loot liegen. Die Sahun. Nö, mit der ich mich jetzt geklopft. Ich will zu Oth. Zumindest die 2 Mal heute nämlich schon mit. Zentrum. Ach da. Oh gut, ist ja noch nicht mehr so weit. Aber schau mal, jetzt so ein Krokodorf vorbei hier. Schon mal, hast du mir keiner von diesen Krokus begegnet. Weil mit denen will ich mich nicht anlegen. Die sind echt brutal. Ach so. Jetzt hier so ein Schnapper. Ja, okay, Lust, mich mit dir zu kloppen. Keine Lust und keine Zeit. Ich muss zu meinem Kumpel Oth leihen.
oben ist was. Hier vielleicht? Ja! Hallo! Gut! Und ich brauche Hilfe. Ach, du liebe Zeit. Also erstens, ich bin nicht Oth, sondern Wes, der weitaus aktivere und weniger streng gerichtete Bruder von Oth. Zweitens, wer bist du denn? Du brauchst etwas und siehst merkwürdig aus. Ich heiße Hu, ich komme von den... Ach ja, dieses Geschichtchen, wirklich merkwürdig. Ich muss in eine Gruft hineinkommen. Wow, du redest bestimmt nicht um den heißen Brei herum. Das Dorf davor lässt mich nicht hinein. Man fürchtet, meinen ganzen Stamm aufnehmen zu müssen, wo sie doch selbst nur so wenig Platz hätten. Schwierig. Aber ich könnte da den perfekten Plan für dich haben. Also wir werden es so machen. Meine Brüder und ich wollten den Tauschhandel in diesem Gebiet schon seit einer ganzen Weile verbessern. Aber die Dörfer sind zu klein und ineffizient, um mit ihnen ernsthaft ins Geschäft zu kommen. Wir werden also einen Effizienzplan aufbieten müssen. Das wird ihr Dorf erweitern und ihre Rüstungsherstellung verbessern. Ihnen auf diese Weise zu helfen, wird ihr bestimmt ihr Wohlwollen sichern. Zwei Glühwürmchen mit einem Schlag. Und ich stelle mir das an. Für diesen Plan brauchen wir natürlich ein paar Zutaten, bei denen es sich allesamt um Rollenabzeichen handelt. Heißwerkzeug? Genau, was ist denn das? Wow, du bist ja aber wirklich neu. Dabei handelt es sich um Abzeichen, die Dörfler in der Wildnis tragen. Diese Abzeichen haben sie von ihren Anführern für die Ausführung bestimmter Tätigkeiten in ihrem Zeitplan erhalten. Genau da kommt's. Dann du ins Spiel. Du musst sie denen abnehmen, die ihrer Arbeit nachgehen. Im Obergeschoss unseres Hauses findest du ein paar Geräte, die wir erfunden haben, um dir bei dieser Aufgabe zu helfen. Dort findest du auch ein paar Beispiele dafür, wie diese Tätigkeiten aussehen. Natürlich kannst du auf Gewalt zurückgreifen, aber es gibt auch andere Optionen wie das Wunderkerzenfalle. Wenn dann wie die Wunderkerz fallen. Außerdem liegen auf der Insel inmitten der Überreste alter Dörfer tatsächlich auch einige Abzeichen herum. Du wirst es bestimmt auf die Reihe bekommen. Du siehst intelligenter aus, als es dein Geruch vermuten lässt. Okay. Wir sprechen uns bald. Du hast eine Idee für eine Falle. Sobald eine Kreatur in eines dieser Kampfgeräte tritt, wird dessen Effekt aktiviert. Untersuche das Obergeschoss. Okay. Zack, Kerze entzündet. Das scheinen die Arbeitstrupps zu sein, die Wes erwähnt hat. Schein verhält es sich hier so, die Wachen tragen dickere Waffenröcke, die Sammler tragen nähere Körbe. Die Körbe des Händlers sind jetzt viel voller. Was? Einflussnehmer können starken Einfluss darauf haben, wie sich Dörfer und ihre Einwohner für eine bestimmte Zeit verhalten. Sie können Dörfer bei ihrem Kampf ums Überleben entweder unterstützen oder sabotieren. Diese Gegenstände werden aktiviert, sobald sie über Tauschgeschäfte oder Spenden in das Inventar eines Dorfes gelangen. Wunderkerzenfalle, explosiver Stolpertrat. Okay. Ich dachte, ich kriege mal eine neue Waffe. Neues Schwert zumindest. So, das ist aber jetzt wieder ein Händler. Oder ist das ein Sammler? Ja, mit so einem Koko will ich mich eigentlich nie anlegen.
Der ist doch viel zu stark. Kann ich zumindest schon mal das Innenhändlerabzeichen abgeben? Nein. Hm. Ich würde sagen, haben wir für die nächsten Folgen ein paar spannende Aufgaben. Aber, wie gesagt, in den nächsten Folgen. Das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpasst wollt am Video, ist einfach auf den Abo-Knopf drücken, kostet nichts und tut nicht weh. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao.